Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mal so einen Bomber benutzen. Eins benutze ich. Eins. Hä? Was genau? Hat das jetzt gebracht? Ich habe keine Ahnung. Absolut null. Na dann. Ja. Aha. Pam, pam. Aber der kann nicht... Ich glaube, ich fliehe mal. Verdammt nochmal. Wen haben wir denn da? Mein toller großer Auftritt, den ich nicht gesehen habe. Ich habe nur gesehen, wie er rausgelaufen ist. Hopp. Keine Ahnung, wo der rumhängt. Dann erzähl. Komm. Ich sehe einen Schornstein und eine Ölbohrplattform oder sowas. Ja. Okay. Er hat mich ganz schön zugequatscht. Ich habe mir nur erzählt, dass das dem Typen gehört, das Gebäude. Hä? Habe ich irgendwas verpasst gerade? Hä? Keine Ahnung. Die sagt mir... Oh, siehst du das Gebäude da vorne? Ja, das gehört dem Präsidenten. Oh, sorry, dass ich dich voll gelabert habe. Aber wenn ihm ein Fluchtseil gibt, heißt es geht bald in eine Höhle. Und das heißt, mein Elektrovieh ist nicht so geeignet. Ja, Garados ist natürlich... Ne? Overkill, aber was willst du machen? Aha. Beleber. Was bist du denn zur Hölle? Was? Ein Klonkett? Ist das sowas wie ein Kleinstein, aber die komische Version davon? Wenn ich jetzt tackle, mach ich der tot. Safe. Hoffentlich nicht. Oh, jawoll. Normal? Ja, immerhin ein EP, ne? HP. KP, sorry. Ich sage wahrscheinlich trotzdem HP. Ich will ihn in meinem Team. Bingo. Klonkett. Jetzt habe ich verdammt, jetzt habe ich überhaupt nicht gelesen. Sollte vielleicht lesen, was das für Viecher sind, die ich da unbedingt in meinem Team haben will. Ich will das nur, weil es cool aussieht. Es sieht aus wie ein Stein. Oder wie ein Erz halt. Denn wenn wir in der Nähe von der Mine sind, würde das nur Sinn ergeben, ne? Schauen wir mal. Gestein? Wird das von einer... Oder Feuerattacke? Wasser oder Feuer? Allerdings, wenn es von einer Wasserattacke getroffen wird, ist es so ziemlich tot. Ja. Oh, der sieht krass aus, der leuchtet. Der hat gedampft. Weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, aber... Nicht wirklich. Dann... ja, komm. Schalte man aus. Systematisch.
185 Watt. Ach so, das ist das. Ah, was bist du? Ah, der Bildschirm hat gerade so zugesnappt, so ein bisschen. Diese Filmbalken. Weil dann Trainer in der Nähe war. Probier was mal damit. Ja? Komm, gib mir ein Geschenk. Uiuiui. Also Geschenk war immer so, dass das einen random Effekt hat. Meistens macht Schaden, es kann, aber den Gegner auch heile. Also ist die Attacke immer so ein bisschen risky einzusetzen. Heilige Scheiße. Das war... Na gut. Versehentlich. Du hattest nie eine Chance. Lappen. Wer bist denn du? Ein Rainerbär. Ja, komm. Gehen wir mal rein. Ich rufe genau dich, mein Freund. So, what the fuck? Ja? Willst du mich verarschen? Ich batsch dir eine damit. Schaut sich auf mich, sag mal. Was geht ab? Dann... Lass uns spielen. Nein, ich möchte... Spielzeug... Ach, Spielzeug wechseln. Hä? Der hat in meinen Ball gefangen. Nein. Was ist das überhaupt für ein komisches Vieh, was? Ach, das sind von der die Dinger. Na dann. Gehen wir mal wieder. <lacht> 50 EP. Krass. Naja, das ist nur so ein... Ich glaube, das ist nicht wirklich zum Trainieren da. Eher so als Nebenverdienst. Es ging aber unten noch einen Weg weiter, habe ich gesehen. Ich glaube, der ging dann so einen Bogen nach unten. Da gehe ich nicht hin. Ja, das ist korrekt. Ich wette mit dir, du bist im Nachteil, Digga. Wenn ich einen Typen sehe, der komplett schwarz angezogen ist, mit, was zum Teufel, mit buchstäblichen Feuer in seinen Augen, würde ich dem nicht so nahe kommen. Thermopod? Im fucking Ernst? Das ist ein Heizkissen? Ein Heizkissen-Pokémon? Ab dafür! Ja, ich hab mir schon gedacht, dass es Feuer ist. Es sieht schon so aus, irgendwie. Kerada. Kenn ich nicht. Hä? Keine Ahnung, was das sein soll. Ah, sehr effektiv. Ich hab's einfach nur mal... Es sah so aus, als ob Biss mehr ausrichten würde als... Kaskade. Ja, geil. Corgi, Mascholo, Klonkett. Was ist denn das überhaupt? Ah, ich verstehe. Sehr schön. Gute Klonkett. Aha.
Geh erstmal unten lang. Da war noch ein anderer Weg. Den würde ich erst gerne sehen. Schnell vorbei. Hier hat weggeguckt. Ich will trotzdem gegen sie kämpfen. Ja, das geht. Dass man jetzt quasi Trainer überspringen kann. Interessante Mechanik. Das sind halt immer die Details, auf die es ankommt. Meistens. Eventuell. Felino, das sagt mir was. Ja, habe ich in Dynamax-Version gefangen. Besonderlich. Wie viel hatten die dabei? 2 Stück. Schauen wir mal. Für Trainer ist Gyarados halt perfekt. Weil er die einfach auslöscht. Der wischt mit den Pokémon den Boden. Raffel sagt mir auch was, aber. Ja, genau. Ach, natürlich. Natürlich. Oh, Rutenschlag. Hey. Sehr bedrohlich. Ich benutze deshalb Tackle, damit ich ein bisschen die AP davon loswerde. Weil die, selbst wenn ich die Leben wieder auffülle nachher, füllen sich die AP nicht wieder auf. Das ist so ein Ding. Klonkett. Unglaublich. Ich schüttel meinen Baum. Gib ihm weiter. Okay, einmal probier es noch. Fuck. Hä? Kugi. Muss ich Tackle benutzen? Vielleicht sollte ich direkt versuchen, das zu fangen, weil Tackle könnte hier den Kampf sehr schnell beenden. Ja. Nein. Blattwerk. Komm schon. Tu es. Ich will Ergebnisse sehen. Sehr schön. Ohne dass ich einen Angriff machen musste. Eschopetino freut sich bei Vogelhügel. Ah, das heißt, das Pokémon wird oft gefressen von anderen. Ich verstehe. Prügler. Könnte ich eigentlich mal Schollo lernen, ganz ehrlich. Ich sowieso immer 6 Viecher im Team habe. Oder das zählt wirklich darauf ab, dass er meint, alle, die gleichzeitig kämpfen. Das wäre eine andere Möglichkeit. Trainer? Du Trainer? Galamine 1. Galamine 2, schätze ich mal, gibt's da noch? Sehr schön. Oh ja. The fuck? Direkt mal alles anfangen, was hier neu ist. Traktibal. Den kenne ich noch. Der kommt mir bekannt vor. Ja. Tut mir echt leid um deinen Praktibalk.
Ach stimmt, das ist ja Kampf. Oh, Silberblick. Uiuiui. Jetzt legt er los hier. Na dann. Sehr schön. Bleiben diese Barrieren geschlossen, macht das Okay. Dich will ich auch noch. Ich fange alles, was ich finden kann. Fleckneul. Immer noch besser als 60 Milliarden Zubats. Anziehung hat keine Wirkung auf Garadas. Guck dir das wieder mal an, das wird sich zu nichts angezogen. Oder zu nichts hingezogen. Es ist ein Monster. Guck mal einen an. Niemand kann unseren Wellen entkommen. Der Hölle, was war... Oh mein Gott. Schau mich nicht so dämlich an. Oh, sehr effektiv. Weiß ich ja schon mal, wie ich den aus dem Weg gehen kann. Beziehungsweise, wie ich die Kämpfe sehr schnell beenden kann. Vulpix. Einäschern? Oh ja, Einäschern ist, glaube ich, eine Feuerattacke, ne? Ja, ein Feuer-Pokémon sollte auch eine Feuerattacke können. Meiner Meinung nach. Ansonsten ist es nur gut, wenn ich gegen einen Wassertrainer kämpfe. Da habe ich schon. Das ist ein Trainer. So wie der da geiert schon. Sehe ich doch. Okay, Arbeit oder Kampf. Das wird so ein komisches Praktibalg sein. Arbeit, Herr Dirk. Ah, nee. Guck mal nach. Gestein. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich habe schlechte Neuigkeiten für dich, Dirk. So schnell kann ein Kampf auch vorbei sein. Wie komme ich denn bitte dahin jetzt? Aha. So viel dazu. Oh, Superbälle. Die werde ich mir schön aufheben. Ist das jetzt schon der Ausgang? Tatsache. Aber da geht es noch weiter, das habe ich gesehen. Ich will natürlich weiter gehen.